Queen Elizabeth, so demonstrierte sie einst Abneigung gegen Königin Camilla. In ihren mehr als 96 Lebensjahren hat Queen Elizabeth, 96, so einiges mitmachen müssen. Die Trennung und Scheidung ihres ältesten Sohnes König Charles, 74, dürfte für die verstorbene Monarchin kein einfaches Kapitel gewesen sein. Immerhin waren Eheauflösungen zur damaligen Zeit noch keineswegs salonfähig. Eine neue Frau an der Seite ihres Sohnes, die noch dazu eine längere Geschichte mit König Charles verbindet, für die Königin scheint das schwer zu akzeptieren gewesen zu sein. 1999 traten Charles und Camilla erstmals gemeinsam auf, bei seinem 50. Geburtstag durfte sie trotzdem nicht dabei sein. Das entschied damals Queen Elizabeth. Eine Geste, mit der sie ihre Abneigung gegen die neue Frau an der Seite seines Sohnes einmal mehr unter Beweis stellte. Behaupten die Macher, innen der neuen ITV-Doku-Serial Crown, in The House of Windsor. Es war im November 1998 kurz vor Charles' 50. Geburtstag, als die Queen eine Feier im Buckingham Palace ausrichtete. 850 Gäste, innen waren dazu geladen, die ihm zu der Zeit wohl wichtigste Person fehlte allerdings, Camilla. Sie hatte sich 3 Jahre zuvor von ihrem damaligen Mann scheiden lassen, ein Jahr später zogen Charles und Diana nach. Der Weg für Charles und Camilla war frei, doch Queen Elizabeth hatte ihren Segen noch nicht gegeben. Charles und Camilla konnten keine Beziehung führen, das ging einfach nicht, sagt George Carey, der damalige Erzbischof von Canterbury, in der Doku. Man kann, wenn man ein gewöhnliches Mitglied der Öffentlichkeit ist, man kann es aber nicht, wenn man ein Mitglied der Monarchie ist. Die Doku geht noch einen Schritt weiter. So berichtet der Erzähler von einem offenen Disput zwischen Elizabeth und ihrem Sohn. Vor der Party machte die Queen Charles unmissverständlich klar, dass sie seine Beziehung zu Camilla niemals gutheißen wird. Der Machtkampf zwischen der Queen und dem Thronfolger war geboren. Charles wollte sich natürlich nicht gegen den Willen der Queen auflehnen, aber mit 50 Jahren nicht öffentlich mit Camilla zusammen sein zu dürfen, das würde unerträglich für ihn sein. Zwar musste sich Charles der Entscheidung seiner Mutter damals beugen, das hielt ihn aber nicht davon ab, dennoch mit seiner Freundin zu feiern. Camilla richtete eine Feier zu Charles 50 aus. Diese war zwar privat, dennoch erschienen etwa 250 GästInnen. Nicht unter selbigen, Queen Elizabeth und Prinz Philip. Verwendete Quellen, ex-repsco.uk, ITV.